man schon einen schwierigen Gegner. Dann dieser Freistoß für Juve, Jovinko und 1:0 für den Rekordmeister. Pirlo war nicht da, der Experte für solche Situationen macht ja nichts, wenn man einen zweiten Standardspezialisten hat. Jovinko, der ja auch alles andere als Stammspieler ist bei Juventus Turin, mit einem wunderbaren Freistoß, keine Chance für Veronas Torwart Rafael. Der berühmte Start.